Hallo und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal von Fachkraft Marketing. Ich bin Elias und wir sind gerade bei dem Deutschen Pflegetag 2022. Ja, das Ganze geht 2 Tage. Gestern war ich schon hier mit meinem Team. Wir haben spannende Vorträge gehört. Es gab auch langweilige Vorträge. Wir hatten interessante Gespräche, hatten gute Impulse und wir haben auch auf den Ständen unsere Tipps weitergegeben und die Leute waren euch dankbar. Und ich dachte, heute am zweiten Tag nehme ich euch mal mit und auch ihr sollt heute Impulse bekommen, wie ihr nachhaltig Fachkräfte einstellen könnt über die sozialen Medien. Also, wir reden drinnen weiter. Bis gleich. Ja, natürlich war auch hier der Fachkräftemangel ein Riesenthema und es gab hier verschiedene Ansätze, verschiedene Stände, verschiedene Vorträge. Die Politik soll mehr machen, die Presse berichtet viel zu wenig darüber, man sollte das schon in den Schulen den Kindern beibringen und was weiß ich, wie viel es schon diskutiert wurde. Und das ist auch alles richtig, dass wir das machen, das bringt ihn aber nicht jetzt schnell in den nächsten Wochen Fachkräfte. Langfristig super, dass die Politik sich dafür einsetzt, aber kurzfristig haben sie ja immer noch ein Personalproblem und das muss behoben werden. Ja, was gab es hier für Möglichkeiten? Personalvermittlungen? Ey, ja, funktioniert, aber warum soll man so viel Geld ausgeben für Mitarbeiter, die ihnen nicht mal gehören? Ja, die auch nicht perfekt ins Team passen und es kann sogar sein, dass wenn die Personalvermittlung bzw. die Zeitarbeitsfirmen später gehen, dass sie auch noch einige Mitarbeiter von ihnen abwerben. Ja. Es gab aus dem Ausland, aus Brasilien, aus Polen, super schön, habe ich mir angehört, wir haben miteinander gesprochen, super Ideen. Ja. Wenn man zum Beispiel aus einem Umkreis kommt, wo man schon alles ausgeschöpft hat, wo es einfach keine Fachkräfte in absoluten Zahlen mehr gibt, ja, dann ist die einzigste Möglichkeit, entweder von drumherum die Fachkräfte zu holen oder eben von Ausland. Das Problem hierbei ist halt, dass dieser Prozess etwas zu lange dauert und man immer noch nicht akut das Problem lösen konnte. Und ich habe mir hier wirklich vieles angeschaut. Es gab hier viele Softwareunternehmen. Das, was wir machen, ist immer noch effizient, schnell und vor allem, es funktioniert. Ja, wenn Sie sich eine richtige Marketingagentur aussuchen, keine Personalvermittler oder Zeitarbeitsfirma, sondern eine Marketingagentur, die dafür sorgt, dass Sie vor Ort regional attraktiv werden, sodass andere auf Sie aufmerksam werden und sich bei Ihnen bewerben. Ja, na klar haben wir einen Fachkräftemangel. Ja. Wenn man jetzt deutschlandweit sieht, gibt es mehr offene Stellen als Fachkräfte. Absolut. Aber in Ihrer Stadt, Sie suchen vielleicht 3, 4, 5, 6, 10 oder mehr? Ey, es gibt doch wohl in Ihrer Stadt 10 Fachkräfte für Sie. Also der Fachkräftemangel hat erstmal mit Ihnen gar nichts zu tun. Es ist schwieriger geworden, keine Frage. Ja. Aber es gibt die Fachkräfte aus Ihrer Region, die gibt es. Die arbeiten nur noch nicht bei Ihnen. Warum arbeiten die noch nicht bei mir? Warum arbeiten sie bei der Konkurrenz oder woanders? Was macht die besser? Beziehungsweise was können wir tun? Die meisten wissen noch nicht mal, dass sie suchen, wissen noch nicht mal, dass sie ein guter Arbeitgeber sind. Ja? Ich bin der felsenfesten Überzeugung, ja, dass was wir machen immer noch die beste Methode ist. Und wenn Sie die Leute direkt dort abholen, wo sie sich tagtäglich aufhalten, und zwar am Smartphone, ja, Stellenanzeigen gab es hier auch, die Leute suchen hier Fachkräfte, Jobbörsen waren hier vertreten. Auf Jobbörsen gehen auch nur Leute, die aktiv auf Jobsuche sind, aber die meisten in der Pflege haben schon einen Job, die kann man nicht mit Zeitungsannoncen oder Jobbörsen ansprechen. Die muss man wirklich am Smartphone abholen. Mit Facebook, Instagram, TikTok geht das hervorragend. Und ja, was ich hier wirklich vermisst habe, waren andere Marketingagenturen. Wo sind die? Leute, wenn ihr eine Agentur bucht und es funktioniert nicht, dann fragt euch mal warum. Wir sind auf die Pflege spezialisiert. Wir hören hin.
Wir besuchen Messen. Wir waren diese Woche Dienstag und Mittwoch schon in 3 Standorten. Wir hatten 2 ambulante Pflegedienste und ein Pflegeheim, wo wir vor Ort waren und Videoaufnahmen und Interviews gemacht haben. Wenn man wirklich hinhört, ja, dann weiß man, wie die Zielgruppe spricht, wie sie fühlt, wie sie denkt. Und so kann man auch richtig gute Kampagnen machen, das zündet. Ja, so können wir sie attraktiv in ihrer Umgebung machen, dass die Leute sich am Handy schnell, effizient, ohne Lebenslauf und Anschreiben bewerben können. Und das funktioniert super. Und das ist mein Fazit. Es ist gut, es funktioniert. Suchen Sie sich eine Agentur, die sich auf eine Branche spezialisiert hat und die Branche versteht, dann haben Sie auch Erfolg. Das ist das, was ich hier jetzt gelernt habe. Ich hoffe, auch Sie konnten heute einiges mitnehmen. Und ja, wenn Ihnen das Video gefallen hat, geben Sie gerne einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann halt einen Daumen nach unten. Und wenn auch Sie mal mit mir sprechen wollen, ob Ihr Unternehmen das Potenzial dazu hat, mit uns zu arbeiten, dass ich Ihnen einfach mal zeigen kann, welche Ergebnisse wir vor Ort bei Ihnen erzielen können, dann gehen Sie jetzt auf www.fachkraftmarketing.de, tragen Sie sich ein für ein kostenfreies Erstgespräch und dann können wir mal unverbindlich sprechen und schauen, wie die Zukunft mit Fachkraftmarketing bei Ihnen aussehen kann. Also, bis dann. Ciao.